Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11.869 neue Infektionen und 385 neue Todesfälle. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.20 Uhr wieder. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen. Die Zahl der binnen 7 Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, 7 Tage Inzidenz, lag laut RKI am Donnerstagmorgen bundesweit bei 64,7 und damit etwas höher als am Vortag. 64 kommt vor 4 Wochen, am 4. Februar, hatte die Inzidenz noch bei 80,7 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 2. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Lesen Sie auch alle Nachrichten zu Covid-19 Corona im Live-Ticker. Hier erfahren Sie die neuesten Informationen, Zahlen und Fakten zur Ausbreitung des Coronavirus. Der Live-Ticker von Bild. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.471.942 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland. Stand 4.3.5.20 Uhr. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.283.400 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 71.204. So läuft es mit dem Impfen. Auf seiner Internetseite gibt das RKI die Zahl der Menschen in Deutschland bekannt, die bisher ihre Erst- bzw. Zweitimpfung erhalten haben. In der Grafik unten sehen Sie, wie der aktuelle Stand der R-Wert der bundesweite 7-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwoch bei 0,93, Vortag 0,94. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Liegt er anhaltend darüber, steigen die Fall. Wie verbreitet ist Corona weltweit? Die weltweiten Corona-Fallzahlen ermittelt die private Johns Hopkins University in Baltimore, USA. Vergleicht man die deutschen Zahlen der Johns Hopkins mit denen des RKI, dann scheint das RKI in der Erfassung neuer Corona-Fälle hinter Herzgrund. Beide Einrichtungen ermitteln die Fallzahlen auf unterschiedlichen Wegen. Lesen Sie auch Bande. Was? In diesen Ländern gibt es, fast, kein Corona. Hier erfahren Sie, warum das in den jeweiligen Staaten so ist und an welche dieser Orte Sie gerade reisen können. Lesen Sie auch Ihre Zahlen bewegen die Welt wie die Johns Hopkins Universität arbeitet. Der Corona-Ticker der Johns Hopkins Uni zählt über 1 Milliarde Klicks am Tag. Bild erklärt, wie die Experten der Tour arbeiten. So arbeitet das RKI. Lesen Sie auch dort arbeiten Menschen mit 90 verschiedenen Berufen aus 15 von den 1296 Mitarbeitern sitzen 1224 in Berlin und 72 in der Außenstelle in Wernigerode. Allein das Berliner 24/7-Lagezentrum hat 150 Mitarbeiter.